Hallo zusammen, hier ist wieder Rachel und euch wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es um die Traditionsausrüstung von den Trollen. Da kam eine Quest mit 10-2-7 rein. Und das Ganze, ja, es hat jetzt etwa so eine halbe Stunde gedauert, ein bisschen weniger. Und da kann man sich hier dieses Set erspielen. Also der Bogen gehört nicht dazu, den habe ich jetzt mal dazu gebastelt. Aber das hier ist das Grundset. Und ja, das Kopfteil, das wackelt irgendwie so lustig hier, das ist ein bisschen weird, aber gut, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Das Set gibt es in zwei verschiedenen Varianten, einmal hier in der bräunlich-roten Variante und dann, ja, ist das eine komplett braune Variante in verschiedensten Tönen. Genau, das sind die zwei Sets und zusätzlich gibt es dann auch noch eine Waffe und zwar ein Schwert, das ist das hier. Leider gibt es halt keine anderen Waffen, also es gibt jetzt keinen Bogen oder so dazu, deswegen musste ich mir selber einen dazu basteln. Aber das Schwert ist auf jeden Fall schick, ist ein Zweihandschwert, also für zum Beispiel Krieger oder so. Ich weiß gar nicht, Troll-Paladin, ob es den mittlerweile auch gibt. Dafür wäre das zum Beispiel dann was. Genau, was müsst ihr dafür machen? Ihr braucht einfach einen Troll und müsst, glaube ich, Minimum Stufe 50 sein. Und dann könnt ihr das Ganze hier in Ogrimmar, hier oben bei den Häusern, beginnen. Genau, das sind soweit die Infos, die ich euch geben wollte. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch die Questreihe mit anschauen. Ich habe das, wie gesagt, vorhin durchgespielt. Hänge ich euch einfach mit hinten ran. Und ja, dann viel Spaß dabei. So, dann schauen wir uns die Quest gleich mal an. Und zwar sind wir in Ogrimmar, hier auf den Koordinaten 32, 65. Und dort gibt es quasi einmal Rückkehr zu den Echo-Inseln, eine Quest. Und da geht das Ganze los. Ich dachte erst, dass das da hinten losgeht, ne? Einmal bei der Botschaft, aber nee, das ist ein paar Meter weiter. Und jetzt müssen wir uns einmal mit dem Kollegen treffen auf den Echo-Inseln. Gut, dann sind wir auf den Echo-Inseln angekommen. Jetzt schauen wir mal, mit wem wir quatschen müssen. Ich will nicht mehr warten. Bonsandi. Wir brauchen den Champion. Genau da hier. Okay, Rokan haben wir auch. Kommt wieder, wir sind alle hier, Meister Gardrin. Okay, ich das ist der Meister Gardrin, den kenne ich jetzt persönlich nicht, aber es geht um gucken wir mal. Ulsanna, den von mir festgesetzten Loa. Manche aus dem Stamm bringen ihm Tribut, Opfer, Blut. Schaut, sogar hier sind Tribute. Dunkelspeere, Opfer für Ulsanna? Champion, zerstört die Tribute. Also, Ulsanna war ja der Boss ehemalig von Bosandi, ne? Den haben wir ja auf der anderen Seite quasi einmal umgeklatscht. Und das ist, der hat ja mit einem Jailer zusammengearbeitet, deswegen wollen wir den nicht. Den Ulsanna. So viel bringe ich von der Story noch zusammen. Jetzt machen wir dem seine Tribute mal alle kaputt hier. So, okay, halt, das muss die noch was sein. Verräter folgen dem falschen Loa. Bring das in Ordnung. Wir sind zu lang dem Tod gefolgt. Die Dunkelspeere brauchen Gleichgewicht. Wir brauchen unsere alten Loa. Wir haben keinen Tribut, keine Schreine, aber ich kann sie anrufen. Okay, dann schauen wir mal, wer die alten Loa sind. Geht's euch gut? Sie hören unseren Ruf nicht. Oder sie wollen nicht antworten. Wir haben sie zu lang ignoriert. Wir müssen sie erreichen. Für die Dunkelspeere. Das Ritual ist gescheitert. Schade. Ich lieb Bonsandi. Bleibt eine Führung. Ihr wisst, wer Verlorenes finden kann. Der Loa der Aasfresser. Jani. Jani? Ja, wir können mit einem Fokus seine Aufmerksamkeit erregen. Jani legt Wert auf andere Dinge als andere Loa. Seht, was ihr finden könnt. Okay, Jani war dieser kleine, was ist denn das, pink-rosa Dino, ne? Dieser kleine Raptor, der immer diese Müllhaufen auf Zuldasa hatte. Sie sind zurückgelassene Dinge Müll, aber wir wissen's besser. Mörlock-Plüschpuppe gibt's da auch nicht schlecht. Ja, diese Shiny-Dinger waren immer ganz lustig. Da musste man auch für ein Achievement, glaube ich, diese ganzen Strecken mit dem laufen und diese Mobs quasi umgehen. Das hat schon was gehabt. Die sind vergessen. Weggeworfen. Aber Jani kennt den Wert. Seht ihr, jetzt müssen wir hier so einen Müllhaufen jetzt bauen. Jetzt warten wir.
Ich kann das beschleunigen. Als Gefallen. Gianni, Loa der Aasfresser und Geheimnisse. Ich rufe euch. Ah, schreit nicht so. Gianni hat wichtige Dinge zu tun. Gianni, wir brauchen dringend eure Weisheit. Gianni weiß viele Dinge. Trollhäuptling ist weise, das zu sehen. Mühlhaufen ist ein Ort, wo man sein Zeug... Vielleicht weiß ich was. Grabt in Gianni's Schatzberg für einen Weg nach Sulgorup. Ich hab schon Seltsameres gemacht. Folgt mir. Ich auch. Okay, zu Gurup. Jetzt schauen wir mal, was da so abgeht. Sulgorup. Viel finstere Geschichte hier. Finger weg vom Voodoo-Mann. Einige Fieslinge hier. Kommt mit oder nicht. Mir egal. Gianni scheint einen guten Ort zu kennen. Wir treffen uns bald. Also, ich laufe jetzt immer hinterher, aber die Quest sagt, dass ich dahinter muss. Für die Schaut! Viele tote Anhänger von Hakar! Okay. Der listige Loa war hier. Es gibt bestimmt noch mehr Beute. Grüße, Zastermann. Okay, also der ist jetzt einfach nur da hochgelaufen. Ich glaube, ich muss dahinter und da jetzt mal was besorgen. Jetzt schauen wir mal. Ah, okay. Müssen Mobs umhauen. Schauen wir mal, was hat mein Hunter für ein Gear? 467. Ja, okay. Also wir müssen Opfergaben an HK besorgen. Wer ist das jetzt hier? Der Rätselbare? Sieht aus wie so irgendeiner mit aus Knochen, oder? Mal pullen wir halt einfach mal ein bisschen was ran. Diese E-Fläche habe ich anscheinend gar nicht mitgeskillt oder habe ich sie nicht rausgezogen? Ah, schon mal die Salve. Komm, packen wir die mal noch raus. Das ist einer von meinen x-ten Twinks, ne? Der hat nicht alles in der Leiste tatsächlich. Aber ich brauchte halt einen Troll jetzt für das Ding. Also meine Beute. Ja, ich jag seine Beute. Mühlhaufen ist der große Loa ist nah. Haltet die Augen offen. Hinter euch, Gianni. Ah, das ist so einer. Den kennen wir aus MOP, hey, ne? Diese Mobs. Die. Wofür war denn das? Hinterlistiges Biss. Oh, der Gerissenheit. Die Dunkelspeere haben euch zu lang vergessen. Das will ich ändern. Wo ist die Maske, euer Ruschka? Wir müssen den neu machen. Wir brauchen eure Hilfe gegen Moesalas Einfluss. Was habt ihr vor? Wenn ihr schnell nach Bambala wollt, nehmt wieder den Schatzberg. Danke für diese Chance, Kevo Yasiti. Wir Dunkelspeere brauchen unseren Loa zurück. Dankt mir noch nicht. Die Prüfungen haben noch nicht begonnen. Und Luku wartet. Da haben sie doch einfach dieses Model von diesem Viech aus MOP genommen und eine Maske draufgeklatscht. Naja. Kommt und holt den Voodoo. So, hier habe ich jetzt irgendwie noch andere Quests. Warte mal, ich mach mal Low-Quests aus. Ah, weil ich habe hier anscheinend nie gequestet. Ich sehe Luku. Wir finden sie. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen erkundigen, so wie es aussieht. Was habt ihr im Kopf? Haltet euch. Wir kämpften. Ich ging. Sie muss zum Schrein zurückgekehrt sein. Schrein, okay. Jetzt schauen wir mal, wen haben wir hier? Schön. Wenn wir näher sind, werde ich ihren Schmerz spüren.
Okay, der letzte hat jetzt irgendwie wieder keinen Dialog. Ich dachte, wir wären vergessen. Verlassen. Die Ogerhügel der Mosh-Ork sind südöstlich von hier. Sie könnten Luku etwas antun. Immer noch nicht so genau, wer Luku ist, aber das finden wir jetzt dann sicher gleich raus. Wo könnte Luku sein? Luku ist der Lore der Regeneration. Sie ist stark und würde sich nicht verstecken. Hier stimmt was nicht. Lass mal raten, die ist bestimmt in der Höhle. Johnny findet seinen eigenen Weg rein. Kevos Wahnsinnsritt? Nein, sicher nicht. Ich mal den Wahnsinnsritt mit. Nicht vergessen. Okay, ich bin eine lila Wolke. Jetzt geht was. Na gut, die haben nur 90.000 Leben, die Mobs, nur die hätten wir umflexen können. Wir haben es geschafft. Danke, Kevo Yasiti. Der Altar für Luku wurde zerstört. Was kann ich für euch tun, Boss? Bleibt immer wachsam. Finger weg vom Wudu. Ich kann sie spüren. Wenn wir den Altar reparieren, kann sie zurückkommen. Gut, also was müssen wir jetzt machen? Wir müssen Altarfragmente besorgen. Die liegen hier anscheinend rum. Und wir müssen einen Boss killen. Diese Art Höhle ist ja immer gleich aufgebaut, ne? Die kennt man ja, da macht Blizzard immer Copy-Paste. Das ist quasi die Classic... Oh, der hat doch ein bisschen mehr Leben. Ich dachte jetzt, ein Hit drauf und er ist weg. Die ganzen Quests kann man ja, so wie ich das verstanden habe, schon ab 50 machen. Und die Mobs müssten mitskalieren, also auch mit Low-Level-Charakteren. Müsste das Ganze funktionieren. So, wir brauchen jetzt noch 4 Fragmente. Boss Hammer. Ach, die können die auch droppen, tatsächlich. Ah, perfekt. Ach, warte, da hinten war auch noch einer. Gut, dann geben wir das Ganze jetzt wieder ab. Und schauen wir mal. Anscheinend müssen wir jetzt alle möglichen Lore zusammentreiben, ne? Aber von dem, also, na klar, Jani, den kannte man ja aus hier BFA, aber den anderen... Kevo, noch nie was von gehört. Und den wir jetzt beschwören, den kenne ich tatsächlich auch nicht. Die Dunkelspeere. Kommt wieder, wenn ihr meine Hilfe braucht. Wo bin ich? Luko, wir haben nach euch gesucht. Ihr werdet bereuen, was ihr mir angetan habt. Okay, jetzt aber. Sagt ihr, wer? Ich höre euch, Mann. Was kann ich für euch tun, Boss? Bleibt immer wachsam. Luku, das sind Freunde, die unsere Hilfe brauchen. Kevo? Haben die da jetzt einfach irgendwelche Mobs genommen? Ich habe euch vergessen und habe euch verlassen. Verzeiht. Die Dunkelspeere haben euch verlassen. Verzeiht. Ihr wollt es wieder gut machen. Es ist Zeit zu vergeben und zu heilen. Okay. Also die haben da irgendwelche Mobs genommen und einfach so eine Maske vorne drauf geklatscht und das sind dann die Loas. Naja, ich weiß jetzt auch nicht. Kommt wieder, wenn ihr meine Hilfe braucht. Johnnys Schatzberg ist der schnellste Weg heim. Für die einen ist es eine Müllhalde. Für die anderen. Okay. Porten wir uns wieder mit seinem komischen Müllberg weiter. Mal gucken, wo es als nächstes hingeht. Ah, okay, wir sind wieder zurück im Lager bei die den Dunkelspeeren. Prüfung ist bereit. Fangen wir an. Für die Dunkelspeere. Leg die Bündnisse auf den Altar. Nicht stark genug. Legt ein drittes Bildnis dazu. Gut. Jetzt zu eurer Ruschka-Maske. Ruschka-Maske, okay, jetzt wird's interessant.
Macht weiter! Lebt wohl! Meister Gadrin hat alles vorbereitet. Eine neue Prüfung braucht neue Ruschka-Masken. Wir haben alles, um den heiligen Ruschka zu machen. Holz, Farbe und Mojo. Und Mojo. Hat nicht gedacht, heute Künstler zu sein. Bringt sie rüber, wo der Häuptling seine anmalt. Bastel ich mit Rolkan mal ein bisschen was. Mal gucken, wer eine coolere Maske hat am Ende. Ich höre euch, Mann. Es ist Zeit, dass die Loa ihren Segen gibt. Beginnt das Ritual, indem ihr euch vor den Altar stellt. Die Macht der Loa sammelt sich. Bleibt immer jetzt schon weisam. Warte mal, warum habe ich denn so ein komisches... Ich will jetzt nicht sagen, wie das aussieht, aber... Warum habe ich denn so einen langen Rüssel? Das sieht ja mal mega weird aus. Vor allem Rokard hat auch so einen Rüssel. Der sieht aus wie ein Defias mit einem zu langen, aber ich habe hier irgendwie... Naja gut, ich gehe jetzt mal nicht weiter drauf ein, was ich ursprünglich dachte. Jetzt. Sada, was habt ihr getan? Muesala, ihr seid hier nicht willkommen. Dummer Loa. Ihr haltet mich nicht auf. Ich labe mich an euren Anhängern, dann an euch. Muesala, lasst mich euer Avatar sein und die Dunkelspeere eure Auserwählten. Hat uns einfach verraten. Wir müssen Zada aufhalten, bevor sie die Macht der Prüfung stiehlt. Was kann ich für euch tun? Dachte, wir haben Muesala da jetzt eingesperrt, ne? Dass der immer noch unterwegs ist. Finger weg vom Voodoo, Mann. Da muss ich genauer hinsehen. Auf mit euch. Zurück in die Schatten. Okay, wir sind jetzt anscheinend in so einer Schattenphase, oder? Prüfung der Loa. Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Den Runenkreis müssen wir entfernen. Dann müssen wir ein paar Diener umhauen. Was ist das hier? Ich muss die Dunkelheit eines verlorenen Dieners entfernen. Das geht erst bei 50%. Boah, die haben aber richtig wenig Leben, die Kollegen hier. Muss ich echt gucken, dass ich sie nicht... sofort über den Haufen schießt, weißt du? Mit mir. Hallo, Mann. Was ihr wolle. Fast beinden, dass der andere mir die Mobs klaut, ne? Also mit einem Arkanenschuss habe ich die schon auf unter 50. Ah, warte mal, die sterben da nicht sofort. Okay, easy. Ich dachte mir jetzt gerade schon. Oh, schon mal den mal gewonshottet. Also das Scaling ist hier schon, ne? Ziemlich niedrig, wie es aussieht. Gut, jetzt haben wir 7 von 8 von den einen. Ich muss ein paar Runen finden, ein paar Diener umhauen. Nicht so lange her, da habe ich schon mal irgendeine Questreihe hier gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das muss auch irgendein Event gewesen sein. Was sind denn die für eine Ausweichchance, die Viecher? Okay, wo haben wir denn jetzt das letzte Runending? Ah, in der Mitte war es. Tod! Hinfort von hier! Okay, ein paar Diener müssen wir noch umklopfen. Da haben wir noch so einen Raptor. Dann ein paar verlorene Schüler. Oder einen besser gesagt. Wer ihr seid denn? Hey, Moment. Ich hatte... Habe ich nicht schon 2 Runen angeklickt? 3 meine ich. Okay, anscheinend fehlt doch noch eine Rune. Habe ich die doch vorhin nicht angeklickt, so wie es aussieht.
alles sauber. Alles sauber. Sollte ich die Viecher auch mal looten? Vielleicht droppen die ja irgendwas Tolles, ne? Den Raptor hätte ich looten können. Na gut, egal. So, drei brauchen wir noch. Zählen die hier auch? Jawollo. Ah, guck mal, da unten haben wir noch einen. Dann schauen wir mal, dass wir Musala aufhalten. Mal gucken, ob es dann auch noch um ein paar mehr Loa geht. Ich höre euch, Hevo Yaseti. Ermächtige meine Klingen, wie für die alten Schattenjäger. Gianni hat was Hilfreiches. Gianni sucht danach. Ihr werdet schon sehen. Gutes Ding. Für die Dunkelsperre. Gutes Ding. Na, schauen wir uns mal für den Müll von Gianni kriegen. Bleibt immer wachsam. Was? Gefunden! Das schützt euch, wenn ihr fallt. Okay, eine Feder? Habt die Feder, dann fliegen wir. Ich lenke ihren Blick auf mich. Bringt mich hoch, Hevo Yaseti. Bist. Lasst uns die Bildnisse zerstören. Das wird die Dunkelsperre stärken. Was nützt uns Stärke, wenn wir unsere eigenen Leute opfern? Ihr seid so langsam. Ich geb Muesala diese Leben. Hört euch doch selber zu. Ihr könnt seine Macht nicht brechen. Ihr solltet euch Muesalas Weg hingeben. Hätte ich... Warte mal, da drüben haben wir gestartet. Hätte ich ihn da töten müssen? Ups. Muesala ist mit den Dunkelspeeren nicht fertig. Aber wir sind fertig mit ihm. Ja! Ja! Sag, mein Interface war kurz weg. Ich höre euch, Mann. Finger weg vom Voodoo-Mann. Kommt wieder. Oh, es ist schön zu sehen, wie Muesalas Kontrolle zerbricht. Okay, dann klicken wir das mal an. Machen wir seine Statue da kaputt und packen die von Gianni hin. Oh, ein kleines Gianni-Bildnis. Perfekt. Ekomboko. Ah, sind wir jetzt schon durch. Das ging ja relativ schnell. Was kriegen wir? Quasi so ein Schwert. Und einmal das Isembel. Das können wir uns jetzt mal angucken. Sunday. Zada hatte Angst, dass ihr uns vergesst. Ich war immer über die Dunkelsperre. Der Lua, der Könige der Sandalari zu sein, ändert das nicht. Nur wenige Trolle, die sich Muesala zuwandten, haben gereicht, um uns alle zu gefährden. Was wollt ihr tun? Sie alle töten? Ha! So funktionieren die Dunkelsperre nicht. Darum müsst ihr euren eigenen Weg finden. Mit ein bisschen Hilfe! Als die Amani, Drakari und sogar Sandalari Angst hatten, wandten sie sich im Blute gegeneinander. Als die Dunkelsperre Angst hatten, wandten sie sich an ihren Loa. Sie fanden Freunde. Wir hätten den Dunkelsperren nicht geholfen, hätten sie ihre eigenen Leute geopfert. Wir kennen den Wert der Dunkelsperre. Gianni denkt das auch. Dunkelsperre sind loyal. Die Loa wissen das. Und ich auch. Das ist was anderes. Ich würde gerade sagen, der hat hier so einen Transmog-Typen aufgestellt. Okay. Das ging jetzt relativ zügig, oder? Die Questreihe. Im Gegensatz zu den Drainer, da war ich schon ein bisschen länger dran.
So, jetzt schauen wir mal, ob es hier auch verschiedene Farbvarianten gibt. Bei den Draenei hat es ja zwei gegeben. Ja, hier gibt es auch zwei Farbvarianten. Okay. Also es gibt das rote und das braune. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie falsch aus mit diesem Ding, was da so runterhängt. Ich weiß auch nicht, das sieht aus, als ob er so eine Penisnase hat. Keine Ahnung. Aber wir transmoggen es jetzt mal trotzdem. Ich finde das rote cooler als das braune tatsächlich. Jetzt schauen wir mal. Wo haben wir es denn? Das. Das Jack. Ich habe genau das. So, dann gehen wir auf Sets, müssen relativ weit nach vorne, weil die komischerweise jetzt bei Classic einsortiert wurden. Da haben wir's. Und jetzt als Hunter brauche ich dazu halt noch einen Bogen. Es hat halt ein Schwert gegeben, ne? Was ich gesehen habe, aber, warte mal, kann ich das euch nochmal zeigen, das Schwert? Da seht ihr es jetzt in dem kleinen Vorschaubildchen. Das sieht schon ganz cool aus, aber das bringt mir natürlich als Hunter nichts, ne? Ich kann jetzt nicht mit dem Schwert rumlaufen. Aber wir suchen uns jetzt einen, der so ein bisschen trollmäßig aussieht, einen Bogen. Der vielleicht auch so ein bisschen das matcht. Naja, nicht, das matcht es nicht wirklich. So ein bisschen mit Federn und so, aber was Rotes wäre nicht schlecht. Also das hier ist schon, geht schon so in die Richtung. Hat auch Federn, aber ich sehe, dass es da kein Roter dabei ist, wie das aussieht. Ja, das ist ein bisschen zu elfisch. Naja, bei dem Bogen kenne ich mich jetzt halt nicht ganz so aus. Ja, gut, nee, das passt nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Das hier wäre ein Trollbogen, ne? Ist jetzt natürlich von der Farbgestaltung schon ein bisschen off, aber der wäre noch so am ehesten. Da heißt sogar auch was mit Voodoo. Okay, das merken wir uns mal auf Seite 13. Und der sieht ja fancy aus. Gibt schon teilweise coole Sachen. Hier mit so Schlangen. Das wäre auch so ein Trollbogen, ne? Da hätte auch so ein Lore-Ding drauf. Ja, es passt jetzt leider alles nicht so hundertprozentig, muss ich sagen. Ja. Schwierig. Sollen wir den einen nehmen, oder? Oder haben wir noch was Cooleres? Cooleres. Was hat man gesagt? Auf 9 war der, glaube ich, ne? Ja, es gibt halt leider keinen, der so wirklich gut dazu passt. Warte mal, ich könnte ja. Ach, es gibt ja auch noch Schusswaffen und Bögen, aber ich glaube, Schusswaffen passen ja noch schlechter eigentlich. Aber vielleicht eine Armbrust. Vielleicht gibt es da eine coole. Die sieht so fett aus, aber die passt halt null zu dem Set, ne? Ich hab's irgendwie eine Trollarmbrust gibt. Oder man nimmt irgendwie sowas Einfaches. Das wäre natürlich auch eine Option. Glaub halt. Ja, schwierig. Ich glaube halt Schusswaffen. Kann ich ein bisschen vergessen. Was das angeht. Oder Legionsartefaktwaffe. Was denn da so? Das hier geht so halbwegs in die Farbrichtung. Ist aber auch nix. Ist aber auch nix. Jetzt habe ich irgendwie blöderweise nicht mehr ganz auf dem Schirm. Oder wir nehmen den. Der hat zumindest auch so ein bisschen Federn dabei. Komm, ich nehme den. Dann haben wir's. Der passt jetzt nicht so hundertprozentig, aber für meine Verhältnisse hat da nichts zu 100% ist. Es ist schon von den Farben ist es ähnlich. Ja, es passt nicht ganz, aber es hat auch so ein bisschen Rot, Weiß und Braun mit drin. Ist nicht schlecht. Juti, dann sind wir durch mit der kleinen Questreihe und mit dem T-Mog. Das hier, das im Gesicht, finde ich immer noch ein bisschen bedenklich. Ich weiß auch nicht. Aber gut, das ist halt, denke ich mal, auch Geschmackssache. Das Set, wenn ich es jetzt raten müsste zwischen allen anderen Traditionsausrüstern, ist es so ein Mittelfeld, würde ich sagen. Also es gibt einige, die ich cooler finde, aber so prinzipiell passt es auf jeden Fall schon zum Troll-Style.
Juti, damit sind wir durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.